was hat denn heute den Unterschied gemacht zwischen den beiden Mannschaften? Ich hatte den Eindruck, dass die anderen ein bisschen aggressiver dran gingen und von der Spielanlage auch etwas mehr drauf hatten. Ich muss kurz überlegen, sonst weiß ich nicht. Ich denke, wir haben ganz gut angefangen. Wir wussten, dass sie aggressiv draufgehen von Anfang an. Haben das auch, denke ich, die ersten 15, 20 Minuten ordentlich gemacht, haben da gut dagegen gehalten. Ja, und dann wurde es einfach weniger. Gerade in der ersten Halbzeit. Die Gründe weiß ich nicht, steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Da muss sich jeder Einzelne selber hinterfragen. Fakt ist, dass wir 1-0 verloren haben. Ich kenne die anderen Ergebnisse nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass Elversberg gewonnen hat. Jetzt haben wir 2 Punkte vor, sind immer noch vorne, dürfen uns nichts verrückt machen lassen. Nächste Woche kommt Koblenz. Ja, und dann gucken wir, dass wir mit 2 Punkten mindestens in die Rückrunde gehen, beziehungsweise ins neue Jahr. Aber ja, zweite Halbzeit haben wir nochmal alles probiert, haben es fußballerisch auch besser gemacht, aber hatten dann bis auf das Ding von Gilly keine klare Torchance. Das ist für mich eine 100%ige Torchance. Ja. Er hat ihn leider nicht gemacht und deshalb haben wir 1-0 verloren. Sascha, du hast gut lachen heute, oder? Ich kann gut lachen, ja, 1-0 gewonnen. Ja. Gutes Spiel von uns. Was würdest du denn anstelle des Saarbrücker Trainers jetzt ändern? Weiß ich nicht. Die Ergebnisse haben vorher immer gestimmt bei Saarbrücken. Also viel ändern, weiß ich nicht, ob er kann. Aber ja. Sagen wir mal, ich habe den Eindruck, ihr habt euch das Spiel der Saarbrücker euch sehr genau angesehen in den letzten Wochen und sehr genau darauf reagiert. Kann das sein? Ja, also so wie wir die erste Halbzeit gespielt haben, immer Pressing, alles, das ist unsere Spielweise. Ja. Und das wussten wir auch ganz genau. Und von daher, das System hat auch super dazu gepasst. Ja. Und ja, wir haben das gut gemacht. Und Saarbrücker, wir wussten genau, wie wir gegen sie spielen müssen. Ja. Du hast die Woche in der Bild-Zeitung gesagt, das war ein Sechser im Lotto hier. Ist das so? Ja, muss ich wirklich sagen. Von diesem letzten Jahr, das ein bisschen schlecht für mich lief, bin ich jetzt hier angekommen. Und ja, ich mache jedes Spiel momentan und bin super zufrieden, fühle mich hier super wohl. Ja. Jetzt hast du gegen Elversberg und gegen Saarbrücken gespielt. Wer ist der stärkere Wettbewerber? Oh, ich glaube, in dem Spiel muss ich sagen, Elversberg ist schon einen Tick stärker, vom Gefühl her, in der Offensive gerade. Aber Saarbrücken hat natürlich riesen Qualität. Und ja, muss man schauen, wie es weitergeht. Wer steigt auf? Hoffentlich hier. Gut, wir schauen mal. Ja, liebe Gäste hier im VIP-Raum, liebe Medienvertreter, liebe Zuschauer in sozialen Netzwerken, liebe Zuhörer im Umlauf des Stadions, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem letzten Heimspiel des Jahres 2019 unseres TSV Steinbach-Haiger gegen den ersten FC Saarbrücken. Endstand 1-0. Wir warten gespannt darauf, was die Trainer zu diesem Spiel zu sagen haben. Ich darf ganz herzlich begrüßen den Cheftrainer des ersten FC Saarbrücken, Dirk Lottner, und unseren Chefcoach Adrian Alipur. Der Gast hat das erste Wort. Herr Lottner, Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, bevor ich anfange, nochmal offiziell Adrian alles Gute bzw. Glückwunsch zum Sieg. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit zu ängstlich agiert haben, uns nicht getraut haben, Bälle zu fordern, Fußball zu spielen, uns zu sehr auf lange Bälle eingeschränkt haben und es Steinbach dadurch auch relativ leicht gemacht haben, aus den zweiten Bällen immer wieder ganz schnell in die Tiefe zu spielen und dann aus den Halbfeldern auch viele Flanken zuzulassen. Darauf haben wir eingestellt, haben da 4-5 richtig Großchancen auch zugelassen, kamen nicht in das Spiel rein, was wir uns vorgestellt haben, waren auch in der Konsequenz, glaube ich, nicht so aggressiv, wie wir das dann sein müssen in so einem Spitzenspiel, haben das in der Halbzeit angesprochen und haben in der zweiten Halbzeit schon vieles versucht, auch die eine oder andere Chance gehabt, aber letztendlich vielleicht von Gilly die einzige Großchance, unterm Strich dann aber auch nicht die Durchschlagskraft gehabt, um hier irgendwas auch mitzunehmen. Nach dem gehaltenen Elfer hatten wir schon die Hoffnung, dass da jetzt nochmal so ein Ruck durchgeht, ne, dass wir vielleicht noch mehr dran glauben, aber am Ende des Tages, glaube ich, hat aufgrund der ersten Halbzeit Steinbach das Spiel heute verdient gewonnen. Bravo! Fürs Erste vielen Dank, Dirk Lottner. Adrian, dein Statement bitte. Ja, wir sind natürlich extrem glücklich heute, weil es ein sehr emotionales Spiel gewesen ist. Es ist ein sehr emotionaler Sieg gewesen. Wir sind ja auf die absolute Übermannschaft der Liga getroffen und haben uns viel vorgenommen, haben
eine super Qualität im Training in der Woche gehabt und die Jungs haben wirklich super umgesetzt und haben uns ganz gezielt darauf vorbereitet, wollten den Gegner auf jeden Fall anlaufen, uns auf keinen Fall hinten reinstellen, denn wenn du Saarbrücken das Feld überlässt, hast du keine Chance, weil sie dann die Qualität haben, es einfach gnadenlos auszuspielen. Sie hauen nicht umsonst Woche für Woche jeden Gegner weg, schlagen Erstligisten aus dem Pokal etc. Und von daher wussten wir, was uns da erwartet. Wir haben aber trotzdem vorm Spiel den Respekt abgelegt und haben gesagt, wir versuchen unser Ding hier durchzudrücken. Wir wollten voll auf Sieg spielen, auf keinen Fall auf Unentschieden. Das ist uns, glaube ich, gut gelungen. Wir haben in der ersten Halbzeit ein sensationelles Pressing gespielt, hatten 4 bis 5 hundertprozentige Chancen, wo wir leider Gottes dann halt auch neben dem Tor den Deckel einfach nicht drauf machen. Und so bleibt es dann natürlich hinten raus auch sehr spannend. Saarbrücken hat in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall mehr Ballbesitz gehabt, weil wir schon ordentlich Körner gelassen haben in der ersten Halbzeit und wir haben es aber trotzdem gut verteidigt. Wir hatten gute Verschiebebewegungen gegen den Ball, haben Räume gut geschlossen, sind zwar nicht mehr so extrem in die Zweikämpfe gekommen, haben aber immer noch Situationen in 2 gegen 1 oftmals gelöst, hatten dadurch Umschaltaktionen, wo wir dann auch einfach die Chancen nicht genutzt haben. Ist natürlich sehr ärgerlich gewesen, dass du durch den verschossenen Elfmeter es dann hinten raus weiter spannend machst, aber ich glaube, wenn Saarbrücken dann am Drücker ist und die Jungs einfach alles raushauen, was nur geht und du am Ende des Tages trotz vergebener Chancen, trotz vergebenen Elfmeters 1-0 gewinnst, dann ist das ein absolut moralischer Sieg. Das ist sensationell, was dann auch hier im Stadion los war, hat einfach nur Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir jetzt noch ein einziges Spiel spielen, was wir dann erfolgreich beenden werden. Und dann haben wir, glaube ich, ein sensationelles Jahr 2019 absolviert. Vielen Dank, Adrian. Jetzt gibt es die Möglichkeit für die Medienvertreter, Rückfragen zu stellen. Bitte aufs Mikrofon warten. Ja, Adrian, es gab kurz vor der Pause einen Wechsel von Bagala. Was war da der Grund? Spieler von Steinbach ist beim Rückwärtslaufen den Brille auf den Fuß gestiegen und er ist dabei umgeknickt. Also kein aktives Foul jetzt in dem Sinne, aber schmerzhaft für Brille. Müssen wir morgen abwarten, ob da was Schlimmeres rauskommt. Aber es war jetzt auf jeden Fall so, dass in der Halbzeit der Fuß nicht angeschwollen ist und jetzt hoffen wir, dass es so bleibt.